Und hello again. Ja. Zurück auf der Silver Run. Und ich alias Stefan Emperor Luke, und der genervte, von mir genervte Simon alias Bemigonzo auf dem Weg zum New Holland, weil ich vergessen habe zu achten beim Kauf der Sämaschine. A. Er sät nur und macht keine Düngen parallel. B. Er ist zu klein, um ihn zu sehen. Deswegen wird alles abgehängt jetzt. Was hast du jetzt gerade gesagt? Deiner ist zu klein. Ja. Ich fahre noch ein bisschen zurück, damit es leichter erscheint zu können. So weit hätte ich es auch nicht zurückfahren brauchen. Dann fahre ich schon mal die Walze rüber. Aber wieso steht da hier das Sämaschine wieder auf der Straße? Welche Arbeitsweise hat die Walze? Doppelt so groß. 12 Meter. Nicht angeschlossen, vorne. Nicht vorne mit Y anschließen. Hab ich eigentlich. Mensch, ist ein Schlauch, der Schlauch drüber? Da müsste ich eigentlich. Ja. Da war schon drüber. Zapfwelle und alles angeschlossen hinten. Hinten gibt es Kabel und Zapfwelle. Da war der Fehler. Aha. Einmal mit Profis an. Sagte er. Ertragsbonus, sind wir schon bei 52%. 51%. Schön mit 12 km/h hier über den Acker. Doppelt so schnell wie ich. Was kannten die maximal? Doppelt. Ich bin von der NF Marsch verwöhnt. Wieso? 25. Okay, und da das ist immer schon normal. Tja. Aber toll. So, dann warten wir mal den Motor aus. Du Umweltsünder. So als E-Bike, oder nicht? Ja. Oh, wir haben nur 20.000 Liter Gas. Was haben wir nur? 72.000 Liter Gas. Ja. Gibt es einen Grund, warum wir eigentlich nur 4 Schafe haben? Das Weil ich nicht wusste, wie viel wir für die Gerätschaften ausgeben. Aber das dürfte eine Weile lang halten. Die 270.000 Liter Schaf, ja, die ist halt eine Weile. Also 72.000. Bis 22. 72.020 Liter. Magic.
gemacht oder so, ja? Ein Wein Pipido, als ob er das jeden Tag machen würde. Ah, ist halt gekonnt von der Marsch, ne? Da ist Curseplay mein bester Freund und Helfer, du. Oh, was sagt denn eigentlich hier die grafische Darstellung? Das Saatbett wird gerade wieder vernichtet. Dafür kommt. Im Wachstum. Nein. Verdünnung ist aktiviert werden. Da kommt Bus gewalzt werden. Ja, anscheinend gibt es ja? Dann von der NF Marsch bald eine 16-Fach-Karte. Oha. Dann kannst du, glaube ich, richtig hasseln. Also ich habe jetzt noch Gras aktivieren müssen, weil deswegen hat er Wachstum weiter angezeigt, weil Gras deaktiviert ist im Menü, ne? Muss das nicht laufen, bis er die zweite Spur hat. Am besten, wenn er dann bei mir vorbeifährt, der liebe Simon. Ist auch ein schönes 2D-Spiel, wenn man so im Menü bleibt. Tick, 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 tick. Oh, da war unsauber. Da war das. Das war aber der. Ne? Yes. Das erkennt sich sehr, sehr schwer aus der Luftperspektive. Weiß ich, zurück hier im Menü. Oh, seit ein paar Punkte. Ja. Ja, hab ich bald verstanden. Nur alle paar Minuten aktualisieren. Außer man geht finde auf Escape raus und rein. Ich weiß, warum das passiert. Nein, ich nutze das nicht mit diesem Saatbett-Gedöns. Okay. Beim Groboss siehst du es nämlich sofort. Ich glaube, wir haben kurz die Achterbahn rüber, um zu gucken, wie die halt aussieht. Was denn mal der ursprüngliche Anfang war hier mal, ne? Jetzt sind wir schon wieder im Landwirtschaft gelandet, ne? Wieso, das läuft ja nebenher. Ja, die Schafe werden wir wahrscheinlich auch brauchen für die Achterbahn später. Was Attraktion oder wie? Nein, die Wolle, dann müssen wir glaube was produzieren, was wir dann brauchen für die Achterbahn. Benimmt die Rüber nicht so schick zu einem Holzfliesen Treppengeländer. Ja, liebe Community, hier seht ihr mich mal mit einer kleinen Sämaschine arbeiten. Auch langsam arbeiten. Sieht wieder toll aus. Also ist schon wieder weitergegangen. Roller Coaster. Ja, ja. Aber die haben 8 Wochen oder so haben sie nichts gemacht. Ja, glaube nichts. Die war nicht nur mit der Spurreise, aber da. Das Problem ist bei Spuren, ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben, dass du am Anfang, wenn du die Spuren dann zurück hast, die Autobahn Steine hochgeholt hast. Das
Ja, dann ist das schon. Ich glaube, so langsam kann ich meine erste Runde machen. Okay, ich muss mir. Tja, ja, der gute Spurreißer, du. Ach ja, es ist doch herrlich hier. Weißt du, hast wenigstens sofort eine Bodenveränderung. Oder eine, wo du halt auch direkt siehst. Aber man muss schon genau hingucken, das ist. Wie klappt es eigentlich mit deiner Mapping-Thema? Ja, ich habe mir da einige Prefabs runtergeladen gehabt. Habe auch so meine halbe Stadt damit gebaut. Ja. Und überall mit Dekoration auf der Karte verteilt. Ja. Ja, dann wo ich weitermachen wollte, war auf einmal alle Gebäude, alle Dekorationen, alles was ich platziert hatte, weiß. Hast du was verschoben? Hast du irgendwas? Die Karte mal irgendwie am Wandern verschoben oder so? Nein. Okay, hast du Fehler gefunden? Irgendwie hat der Giants Editor gemeint, er wirft die Pfade raus von den Texturen. Ja. So, und da bin ich jetzt halt auch noch dran, da überall die Texturpfade wieder einzupflegen. Immer, George. Immer. Das sind wir immer drin. Nö. Ich hab's jetzt nicht auf Giants geschoben. Ich habe nur gesagt, irgendwie hat das die Pfade verschoben. Dann eben meine neue Idee. Was ich dir ja vorm Stream gesagt habe, habe ich ja da noch im Kopf. Ja. Ja. Das ist der Community sagen. Noch nicht. Sie werden es. Ist doch dann ein leichtes Thema. Nein. Das werden auch einige Stunden Arbeit sein. Aber die hast du ja als Rennbacher. Ja, genau. Da dann muss ich. Dann Mama. Ja, dicke Füße. Ja, dicke Füße. Ja, da zwickt's, da zwackt's. Naja.
dann auch noch der Mann, der für 400 Euro Lenker abkaufen will. Nö, ich will es ja nicht kaufen. So. Ich würde sagen. Ja, aber ich würde die Pause kurz nutzen wollen. Ja. Um mal auf die Pipi-Box zu gehen. Okay. Dann würde ich folgetechnisch eine Pause machen. Hier im Livestream bleibt dabei. Und. Genau. Soll ich trotzdem weiterweizen? Ja, gut, irgendwann holst du mich halt ein, ne? Ja. Dann gehen wir Pipi-Box. Also dann 3, 2, 1, stopp.